Hallo Leute, ja, recht herzlich willkommen. Wir sind hier in Transportfieber 2 unterwegs. Der Schildi hatte mir geschrieben, dass wir gewisse Dinge haben und die wir von Anfang an nicht so wirklich beachtet haben vielleicht und so. Und da müsste ich mal gucken. Das sind zum Beispiel an den Bahnhöfen, dass man da, wenn man zwei Gleise hat, natürlich auch zwei Bahnsteige braucht. Das müssten wir mal angucken. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke, das kriegen wir schon noch auf Dauer hin, ne? Ja, ich würde sagen, schaut's Logo, dann gehen wir auf den Großbildschirm. Ja, ich finde das immer krass hier, diese schönen einzelnen Details hier, wie die Sonne sich hier in den Wagen spiegelt, das finde ich schon ziemlich cool, ne? Gut, aber in Schönheit wollen wir jetzt nicht sterben, sondern wir wollen ja gucken, dass wir hier Bahnhöfe vielleicht finden, auf denen wir dann Gleise mal kontrollieren. Der Schildi hatte mehrere Kommentare geschrieben und hat zum Beispiel auch geschrieben, dass vielleicht die Linie, die ich zuerst gebaut habe, vielleicht länger hätte stehen müssen einzeln, weil die Fahrzeuge halt voll immer hochgefahren sind. Ich habe das vielleicht ein bisschen zu früh unterbrochen. Müssen wir mal gucken. Und ja, hier ist der Bahnhof. Ich habe da aber, weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt hier definitiv ein Gleis. Ist das, können die denn da überall einsteigen dann? Also hier ist ein Gleis dafür. Hier steht ja niemand an dem Gleis. Ist es denn überhaupt ein Personengleis? Ja, sonst wären da keine Bänke. Das ist jetzt die Frage. Gleis 1 wäre hier, Gleis 2, 3. Nee, ist ja richtig beschildert. Also müsste das ja passen, dass. Obwohl, das ist Gleis 3 und Gleis 4 auf einmal, ne? Gleis 1 und 2 auch auf einmal. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber ich würde es jetzt erstmal so lassen. Der Schildi kann mir bestimmt noch einen Kommentar hier reinschreiben, ob das so passend ist oder nicht. Also ich gehe davon aus. Warte, wir lassen das Spiel gar nicht laufen. Das sollten wir vielleicht mal tun. So, dann haben wir hier noch einen Bahnhof. Da müssen wir genauer gucken, weil ich glaube, hier könnte es tatsächlich. Nee, hier passt es sogar mit dem Bahnhof, oder? Gleis 1, Gleis 2. Hier stehen Leute. Da stehen jetzt natürlich keine Leute. Doch, da steht auch einer. Dann müsste es eigentlich auch da klappen. Ich hoffe, das habe ich so richtig gemacht. Wir haben hier noch Gleis mit Bahnsteig. Aber hier gibt es sowieso, glaube ich, nur ein Gleis. Genau so ist es. Da stehen ja auch Leute. Und wir fahren hier hinten weiter nach hier, oder? Hier gibt es auch zwei Gleise und es gibt auch, ja, weiß ich jetzt nicht, das ist das jetzt hier. Es könnte ein Güterteil sein, oder? Sehe ich das irgendwo? Linie. Geteilte Kapazität Bahnhofsgebäude für volle Bahnsteige. Also da bin ich mir jetzt nicht sicher hier, aber nächste Frage ist die, wir liefern hier natürlich auch LKWs an, ne? Aber. Ich glaube, wir fahren hier auch nur mit Gütern weiter, ne? Personen steigen hier ein und aus. Und hier geht's mit Gütern weiter. Ich glaube, das passt. Können ja mal gucken, wo der nächste Bahnhof ist. Der ist hier, ist nur ein Güterbahnhof. Das soll auch so sein. Und hier haben wir, glaube ich, auch nur einen Güterbahnhof, oder? Ja, ich glaube, das ist auch nur Güter, ne? Da sind keine Bänke und so. Ich glaube, ja, hier ist ja auch nur der Güterbahnhof da. Ich glaube, das haben wir alles eigentlich richtig gemacht. Jetzt müssen wir gucken. War meine Ansicht so? Nee, bestimmt nicht. So war meine Ansicht irgendwo in dieser Richtung. Gut, dann läuft aber erstmal alles. Hier hatten wir ja keine Personenzüge, ne? Hier war alles Güter, ne? Ja, hier sind alles Güter. Und das gilt, glaube ich, für die ganze Strecke. Jetzt müssen wir hier mal gucken, wie es denn hier so aussieht. Hier steht jetzt nichts. Hat er geladen? Nicht. Das ist schlecht, wenn er jetzt die ganze Zeit hin und her fährt und leer vor allem hin und her fährt. Aber der Brink hat es hier wohl alles hingebracht, ne? Das sieht gut aus. 51 Passagiere da drauf. Der macht natürlich jetzt Leerfahrten, ne? Ich glaube, die sind aber jetzt nicht wegzunehmen, weil. Ah, da kommt er ja schon wieder. Mit einer Tonne Erdöl. Das ist jetzt nicht so prickelnd dann. Wo kam er denn her? Ich glaube hier, ne? Wie will er der? Der fährt ja ein anderes Ziel an. Der ist 143, 160. Und hier war ja eigentlich Anlieferung auch noch durch PKW, ne? Beziehungsweise hier. Der hat hier 12. Muss der mitnehmen? Ne, der müsste doch hier entladen, hierher holen, oder? Wie will man denn hier? Hier wird produziert.
Transport ist 0. Der hat 6 geladen. Der hat 0 geladen. Der hat 0 geladen. Wo fährt er denn damit hin? Schwierig, ne? Der kostet auf jeden Fall die ganze Zeit Geld. Irgendwo hat er auch schon was betriebskostenmäßig, aber nichts, keine einzige Einnahme, ne? Linie verwalten, ja. Wo ist Rückkamp Ost? Hier. Hier soll er vollladen, eine Fracht. Ja. Ein Ladewind vorhanden. Eigentlich passt das, ne? Das heißt, die müssten hier mal mehr produzieren, ne? Aber hier sind schon 400 ausgelastet. Produziert 2073 von 329. Ist denn das mehr geworden? Ja, sind jetzt 10. Okay, es läuft dann tatsächlich. Dauert nur so lange wohl. Hier haben wir ja dann, der fährt jetzt weg. Hat aber auch nichts geladen. Das passt. Warum er jetzt hier so lange steht, ist mir jetzt schleierhaft. Ah, warte mal. Oder? Das ist eine andere Linie. Er fährt von hier nach da. Ist das richtig? Bringt er da Rohöl tatsächlich hin? Hat er Rohöl? Der fährt Rohöl. Und der lädt auch Rohöl. Dann ist das wahrscheinlich richtig, weil hier eine Raffinerie ist, ne? Ölraffinerie, dann passt das. Ne, das ist alles gut dann. Dann ist das richtig, dass die da stehen. Das kommt dann wohl hin. So, jetzt ist er hier. Und was macht er hier? Er lädt auch Rohöl und fährt gleich weiter. Und hier ist voll ausgelastet und Transport ist auch ausgelastet. Also das ist jetzt so einfach, wie es ist, ne? So, hier ist auch Öl, da steht auch genug da. Transport nur 70%, das heißt, da könnte einer öfter eigentlich fahren. Und wo sind hier die Lieferanten? Die Abnehmer. Da fährt der Zug hin. Bofzen wäre hier. Da weiß ich jetzt nicht, ob das da hinkommt. Und Berlenken ist da. Hier ist aber keine Haltestation. Bofzen ist aber eine Haltestation. Ne? Haben wir, genau. Die ist ja hier der Hafen. Bei Simotrans würde ich jetzt sagen, der findet seinen Weg, weil der würde jetzt... Von hier würde, also die Ware würde von hier unten, von dieser Ölquelle zur Raffinerie gebracht. Oder er hält ja auch hier schon an, würde hier hingebracht, da entladen und der nächste Zug würde es mitnehmen nach hier und dann wird es da verfrachtet und dann wird es da hinten hinkommen. Oder auch umgekehrt, ne? Ja, müssen wir gucken. Also hier ist erstmal durch. Bahnhöfe hatten wir geklärt. Schildi hatte noch mehr Sachen geschrieben, dass ich... ja, habe ich das schon alles gesagt? Kann auch sein, dass ich das schon alles gesagt habe. Mit den Linien hier. LKWs können zum Beispiel nicht überholen, hat er geschrieben. Das war der letzte Kommentar, glaube ich. Und ja, schade drum, ne? Dann müssen wir nämlich eigentlich immer gucken, dass wir die schnellsten Fahrzeuge da haben und vor allem, dass sie schneller sind wie die privaten Fahrzeuge. Da hier fahren ja jetzt welche. Aber wie man sieht, jetzt ist die Frage, wie schnell fährt er jetzt hier? 83 km/h, wie schnell könnte er fahren? Weiß ich nicht. 100 km/h. Der wird also durch PKWs aufgehalten. Wenn die Straße, weiß ich jetzt nicht, die Straße ist bestimmt auch 100. Also die PKWs halten uns hier auf. Das ist schon ärgerlich dann, ne? Aber was willst du machen? Kannst du nichts machen. Er müsste jetzt schneller sein. Er fährt aber nur 56. Vielleicht geht es hier auch gerade berghoch oder so. Könnte sein, ne? Ach, hier ist eine andere Straße, sehe ich gerade. Hier ist gar nicht die Vierspurige mehr. Können wir die ausbauen? Weil die könnte ja wirklich langsamer sein, ne? Lass mal gerade checken. Das wäre jetzt diese Straße. Kann ich irgendwo sehen, wie schnell die ist? Ja, hier oben. Aha. Vierspurige Straße mit Geschwindigkeitsbegrenzung. Achso, das war innerstädtisch. Ich glaube, ich muss hier hin. Und die wäre dann 100.
Hier geht's wieder nicht, ist auch toll, ne? Weil hier die Bahnlinie zu nah dran ist, alles klar. Das heißt, ich würde das mal gerade ändern. Kollision geht nicht, so geht's. Machen wir so. Machen wir so. Und dann reißen wir die linke Seite ab, dann müsste das auch klappen, oder? Das sieht jetzt nicht toll aus, aber funktioniert. Gut, dann wieder hier hin. Das ist die 100 km/h Straße. Ja, kann ich die jetzt aufrüsten hier? Ja. Und da geht es natürlich nicht mehr, weil zu weit, ne? Sieht jetzt hier nicht toll aus, wie es gebaut ist, aber ja, er hält jetzt hier auch noch an oder was? Fahren die nächsten wenigstens durch? Ja, die fahren jetzt durch, ne, oder? Ja, okay. Das geht erstmal. Sieht nicht toll aus, aber funktioniert erstmal. Ist durchgezogen bis hierhin? Ja, okay, jetzt können die alle 100 fahren. Hier, das war die Linie, die der Schildi meinte, ne? Die hat hier zuerst gut gewinnen gefahren. Dann habe ich, glaube ich, einen zweiten Zug oder so gemacht oder zweite Linie gemacht. Dann bin ich schlechter geworden und dann hat mich irgendwie mit Holz irgendwo das, wahrscheinlich die LKW-Linie hier, diese hier, die hat mir dann den Hintern gerettet, hat er geschrieben. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sind jetzt mit dem Öl eigentlich beschäftigt. Oder was war's? Hier, Kunststoff. Aber hier passt, ja, da fahren zwei LKWs hin, aber da sieht nicht aus, dass da irgendwer was liefert, oder? Aber er hat jetzt hier Stahl gebracht. Oder geholt. Im Lager, 3704. Ach so, ich glaube, der holt hier Stahl ab und bringt das noch woanders hin, oder? Kann das sein, der bringt das hier hin. Mehrere Fahrzeuge sind wieder im sehr schlechten Zustand. Der müsste jetzt hier rechts abbiegen. Was war das denn hier gerade? Gedriftet? Ja, der fährt den Stahl jetzt nämlich nach hier hinten rüber. Und da ist hoffentlich nicht. Da ist auch schon so viel Stahl. Uns fehlt der Kunststoff. Aber der wird doch produziert, oder? Nee, Kunststoff fehlt. Und dann gibt es ja Päckchen. Wo war denn jetzt der Kunststoff? Kam der mit Schiff? Ja, der kam von hier. Waren denn die LKWs mit Kunststoff? Ne, der hat Rohöl, der hat Kunststoff, ist aber voll geladen. Wie viel steht denn hier oder liegt denn hier? Also so wie es aussieht, könnte hier mehr sein, ne? Und er wartet jetzt auf was? Der muss doch da eigentlich gar nicht warten, oder? Der bringt doch das Öl hoch, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Aber eigentlich schon. Warum hat er denn da so lange gewartet? Linie verwalten. Den lasse ich jetzt hier nicht voll laden. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber hier maximale Haltezeit. Nochmal auf 2 Minuten. Dann kann er dort erfahren, oder? Jetzt liegen hier 53 und er kommt gerade, holt 32. Also rein theoretisch müssten wir jetzt hier klonen, ne? Beziehungsweise. Ja, ich glaube, das ist schon der neueste LKW. Lass da mal 4 fahren, ich glaube, das ist besser. Weiß zwar nicht, wo die jetzt starten, aber. Irgendwo werden sie herkommen, ne? Da? Ja, da sind sie. Gut, die werden von dem Depot kommen. Passt erstmal. Ja, das heißt, wir müssen jetzt hier gucken. Öl ist wahrscheinlich da, ne? Im Lager, ja, wird konsumiert auch. Wenn wir jetzt hier mehr wegholen, ja, weiß ich nicht, aber ja, ich glaube, die 2 LKWs mehr ist schon korrekt. Hier liegt natürlich auch ohne Ende 282. Und welches Schiff ist das? Das ist aber ein Tanker, ne? Ja, okay, der ist nicht der richtige. Und wo ist das Schiff? Das ist hier und fährt gerade zurück.
Und kann 302, da müssen ja, hier sieht man es auch, was auch angekommen ist. 160 und 134. Das heißt, jetzt werden wieder Päckchen demnächst gemacht. Hier ist natürlich noch nichts angekommen, aber naja, das wird dann werden, denke ich. Er müsste ja auch was mitnehmen können, oder? Schauen wir mal, fährt er hier rein? Er müsste hier reinfahren, meines Erachtens. Und die fahren ja hier schnell nebeneinander her, wa? So, er müsste jetzt hier die weißen Päckchen, also die sieht aus wie Legosteine, ne? Der Kunststoff. Oh, Klemmbausteine. Legosteine durfte ich wahrscheinlich gar nicht sagen. Wahrscheinlich wird das Spiel noch verklagt, weil das dieses Zeichen hat. So, der ist voll und fährt weiter. Und da ist Stahl. Der wird ja auch hin und her gebracht. Ja, ich hoffe, das passt alles so. Macht erstmal einen guten Eindruck, ne? Ja. Müssen wir nächstes Mal nochmal reingucken, vielleicht nochmal optimieren. Hier sind immer noch 49 auf Lager. Ne, warte, hier muss ich reingucken. Hier sind immer noch 72 auf Lager, aber ich glaube, das sind die zwei neuen LKWs schon, ne? Kann das sein? Ne, ist ein Tanklastwagen. Und da ist noch ein Tanklastwagen. Ne, das werden sie nicht sein. Die werden hier irgendwo noch rumkriechen, ne? Wahrscheinlich dieser hier, ne? Ist das der? Ja, der ist das. Okay, die haben noch ein Stück vor sich. Gut, würde aber sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Ich glaube, hier sind die Personengleise auch richtig, ne? Ja, da läuft auch einer rum. Ich glaube, das passt. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.